Ja, willkommen zurück bei Oxygen Not Included. Ja, Leute, wir werden heute auf jeden Fall ein paar Glühbirnen installieren. Wir werden mal gucken, wie weit wir mit unserer Forschung vorankommen. Und ja, gucken mal, wie es unseren Leuten geht. So, da sind wir zurück. Super duper. Wir machen natürlich wieder Start. Ihr dürft weiterarbeiten. Soweit sieht es erstmal ganz gut aus. Das ist sehr, sehr schön. Ihr fangt jetzt an zu forschen. Das ist auch gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Wir müssen bei mal jemand auf die Toilette, auf die Blubber-Toilette. Ja, wir werden hier Lampen installieren. Einmal hier eine und einmal hier eine. Und zwar wegen unseren Algenterrarien, dass wir ja eine bessere Effizienz davon bekommen. Wir werden das hier und dann so einmal. Und hier brauchen wir nicht allzu weit. So. Was haben wir hier? Was haben wir denn da? Generator inaktiv. Warum das denn? Haben wir hier irgendwas falsch gebaut oder wie? Wir gucken nochmal. Ist das hier nicht richtig gemacht oder was ist hier los? Wir gucken mal. Wir machen das hier mal weg. Und gucken dann mal. Irgendwas ist da, glaube ich, noch nicht richtig angeschlossen oder so. Schauen wir mal. Hier ist es auf jeden Fall richtig angeschlossen. Wir gucken jetzt mal, was dann da nicht funktioniert hat. So. Sehen wir gar nichts. Hier, machen wir nochmal weg. Oder. Ich weiß es nicht. Hier sollte doch eigentlich alles in Ordnung sein, oder? Frage mich, was hier jetzt nicht hier ist. Sollte doch eigentlich gut sein. Das verstehe ich nicht so ganz, was da jetzt wieder der Fehler ist. Man sieht es auch nicht. So. Jetzt hat er den Stein da nur weggebaut, aber komisch, komisch, komisch. Jetzt schlafen sie erstmal auf jeden Fall. Das ist gut so. So. Dieses Viech haben wir immer noch hier unten, aber es kommt auf jeden Fall nicht mehr hoch. Das ist auch in Ordnung. So, wie sieht's bei euch aus? Wie sieht's eigentlich aus mit dem Sauerstoff hier? Ja, wir sind noch ganz gut dabei, ne? Auf jeden Fall. Das ist alles soweit okay. Da oben können wir hin noch. Gucken wir mal, dass wir das hier erstmal umgehen. Das machen wir nämlich nicht. Da muss mal jemand nachts auf die Toilette nochmal. Ist aber nicht so schlimm. Alles kein Problem, ne? So, guten Morgen. Da geht's weiter. Ich hoffe mal, dass da jetzt irgendwie mal repariert wird oder irgendwie. Ich weiß nicht, was da ist, was da los ist. Da gucken wir mal. So, er baut auf jeden Fall schon mal Kabel und die Lampe hier. Das ist hervorragend. Hier.
gucken wir jetzt mal, was da los ist. Wieder irgendwie komisch, komisch, komisch. So. Er ist auf jeden Fall wieder am Forschen. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Ja, komm. Das wollen wir ja dann beheben. Auf jeden Fall. Er hat Hunger. Das ist okay. Ne? Soweit. Hier haben wir, ja, Wasser, wir haben noch ein bisschen. Hier blubbert unsere Toilette. So, du baust auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, ist hier eigentlich schon irgendwas drin? Ach so, okay, ja. Also Samen sind da gesammelt, das ist hervorragend. Er ist eingeschlafen mal wieder. So. Ich hoffe, du kommst da jetzt gleich auch noch weg. Ja. Und das ist gut so. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Die Lampe ist auf jeden Fall, also die Glühbirne wird gebaut, das ist hervorragend. Hier fehlt noch Strom weiter. Okay, die beiden sind hier am Forschen, das ist hervorragend. Er produziert noch ein bisschen Nahrung. Wie viel haben wir denn hier? Ja, ist jetzt nicht allzu viel, aber immerhin, ne? Da haben welche auf jeden Fall schon mal wieder Hunger. So, einmal auf die Toilette. So, mach mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr es heute schafft, die beiden Glühbirnen fertigzustellen. Das wäre wow. Da war wieder groß wie ein Scheunentor, ne? So. Macht mal bitte so weit, so gut, ne? Es wäre jetzt ganz nett, wenn ihr hier die Dings und hier, aber ich frage mich immer noch, was das hier ist. So, also die Glühbirne wird gebaut, so. Okay. Ach so, okay, jetzt haben sie es drauf. Hier leuchtet es, das ist hervorragend. Dann produzieren diese beiden Algenterrarien schon mal einen besseren Sauerstoff. Das ist gut so. Wir müssen auch mal gucken, wo wir... hier, das ist, glaube ich, Schleim, genau. Den brauchen wir dann als nächstes irgendwann, wenn uns die Algen ausgegangen sind. Ist aber im Moment erstmal noch nicht der Fall. Wir haben noch ein bisschen Algen. Hier auch noch. Was ist das hier? Sand. Okay. So weit, so gut. Ne? Das sieht erstmal ganz gut aus. Sie sind auf jeden Fall. Jetzt müssen hier wieder zwei auf die Toilette. Gut, dass wir zwei Toiletten gebaut haben. Dann. Wie sie da sitzen. Gleich, wenn sie rauskommen. Ah, okay. So. Das wäre sehr schön, wenn ihr das hier jetzt auch noch mal fertig machen könntet. Dann würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Ungekühlte Nahrung, unzureichende Sauerstoffproduktion, ja. Da arbeiten wir ja dran, ne? Jetzt funktioniert das hier auch beide. Beide produzieren erstmal ein bisschen Strom, aber, ne?
diese Hamsterräder, die sind zwar erstmal für den Anfang ganz gut, aber wir müssen uns dann auf jeden Fall was anderes überlegen, ne? Dann gucken wir mal. So, jetzt sind sie beide kaputt. Oder, nee, beide Batterien sind voll. Das ist sehr, sehr gut. So, und wir können uns jemand Neues bei uns hier in die Welt holen. Und das werden wir jetzt auch tun. Hier. Wir gucken mal. Wen haben wir denn? Oha. Erbrechen, schade. Ich habe mich gerade schon gefreut, aber... fürchterlicher Heuler. Stressesser. Sie kann hier... ist sportlich bauen, graben, Stärke und kochen. Die kann eigentlich ziemlich viel. Das finde ich ziemlich gut. Stressesser, fürchterlicher Heuler. Ne, da haben wir lieber einen Heuler als jemand, der viel isst oder jemand, ne, dem schlecht wird. Wir nehmen sie hier. So. Bitte. Willkommen bei uns. Da ist sie da. Das ist sehr, sehr schön. Und wir brauchen ein Bett. Wir brauchen wieder ein Bett. So sieht's aus. Hier. Wir bauen mal gleich zwei. Er hat Hunger. Er lässt es sich schmecken. Das ist gut so. So, das ist sehr, sehr schön. So, wir haben fertig mit der Forschung erforscht. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben den Kühlschrank. Wir haben jetzt... das, okay. Das ist sehr, sehr gut. Wir werden als nächstes das hier forschen. Was ist das hier? Lufterfrischer. Toilette. Hier. So, so sieht's aus. Dann bitte. Ich hoffe, das funktioniert. Erstmal. So. Ein Bett haben wir schon mal fertig. Das ist hervorragend. Du bekommst ein Bett. Dann sollten wir hier natürlich auch noch mal so ein Algenterrarium dann aufbauen. Vermute ich, dass wir das dann auf jeden Fall noch gebrauchen werden. Wir gucken mal, wie sieht es denn aus? Also sie sind da im Moment noch im guten Bereich. Wir warten noch ein bisschen auf jeden Fall. Hier oben sieht es nicht ganz so gut aus. Ja, ne? Das ist halt so. Aber es geht noch. Also wir sind auf jeden Fall vom Platz her im Moment auch viel besser gestellt als beim letzten Versuch. Von daher war vielleicht das jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe mich zwar erst geärgert, aber nun gut. Man kann es ja sowieso nicht ändern. Dann gucken wir mal. Fleißige Bienchen seid ihr ja auf jeden Fall. Ne? Das ist gut. Ihr habt hier noch Aufgabe, ihr habt da noch Aufgabe. Das ist in Ordnung. So... Wie viel haben wir jetzt hier? Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen im Kühlschrank. Ach nee, nicht im Kühlschrank, sondern im Dings. Wir könnten aber hier auf jeden Fall den Kühlschrank dann dazustellen. So, ab ins Bett mit euch. Na, er lässt sich wieder nicht stören. So. Fast alle haben ihr Bett gefunden. Das ist super. So. Außer er. Er ist weiter. So.
Vermutlich werden wir hier in diesem Bereich dann einmal diese Massage, ja, dieses, um sich zu entspannen, aufbauen müssen, auf jeden Fall. Und wir werden uns dann irgendwie mal darum kümmern, wie wir hier anders an Sauerstoff kommen. Ne? Das, im Moment, das mit dem Algen ist zwar ganz schön, aber die Algen werden wir auf jeden Fall irgendwann verlieren. Strom haben wir jetzt sonst auch noch nichts. Was haben wir hier so? Ja, wir haben den Kühlschrank, das ist gut. Kochstation wäre auch schön. Wasser, Wärme und Gemütlichkeit, ja, das machen wir jetzt natürlich erstmal noch nicht. Kompost, Düngerfabrikator, okay. Medizinische Liege, das machen wir dann. So, so ein Massagetisch, den werden wir dann auf jeden Fall, denke ich mal, auch noch brauchen, dass wir wieder Stress abbauen können. Wie sieht es denn aus hier mit der Dekoration? Genau, wir können wieder Bilder aufhängen. Einmal, zweimal, dreimal, hier einmal. Hier werden wir auch schon mal eins aufbauen. Hier machen wir den Massagetisch hin. Hier ist es okay. Sollen wir hier aber den Klo auch noch machen? Nee, machen wir nicht. Hier in unserem Kochbereich. Oder nee, wir machen hier. Hier noch ein Bild. Dann dürfen sie sich hier ein bisschen entspannter sein. Wir sind nämlich beim Stress schon wieder bei 40%. Bevor sie hier wieder in Tränen ausbrechen oder so, machen wir das mal so. Ne? Dann könnt ihr euch die Bildchen bemalen. Ich bin gespannt, wie kreativ ihr seid. Das fände ich ganz gut. Da schläft einer ein. So, unzureichend Sauerstoff mal wieder, das ist nicht gut. So, sie ist auch am Forschen, das ist hervorragend. Also da sind sie auf jeden Fall eifrig dabei mit ihren Bildern, das finden sie, glaube ich, gut. Hier ist jemand Stufe aufgestiegen in was. Was haben wir denn? Wie viel Nahrung haben wir denn jetzt? Ja, es wird ein bisschen schneller. Das ist sehr gut. Könnt ihr da mal ein bisschen was draufklatschen? Hier genau. So, dann sieht das Ganze nämlich schon ganz gut aus, ne? Einmal die Toilette. So, das ist hervorragend. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal einen Massagetisch schon mal hier hinstellen. Dann wissen wir, hier können sie sich entspannen. Unsere kleinen Bewohner hier. Gucken, was wir dann da sonst noch hinbauen. Macht mal erstmal eure Bildchen hübsch, das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal, was sie für kreative Ideen hatten. Ja, hier ist am Toilette wieder sauber machen, der arme Kerl. Ups, das wollte ich jetzt gerade nicht gucken, sondern hier. Dass sie, ja. Ach, der Arme, er tut mir leid. So, wir könnten auch noch mal hier so ein Lager aufstellen. Dass wir mal so ein bisschen was wegsammeln hier von unseren Sachen. Fände ich ganz gut. Das ist ja schon mal lustig hier, ne? Hat er gut gemacht. Was kommt bei dir daraus?
bin gespannt. Ja, fast das Gleiche, ne? So, immerhin. Ne? Ihr seid schon kreativ. Na? Was wird hier, passiert hier oben in dem Bild? Erstmal noch nichts. Madame ist hier ganz vertieft in die Forschung. Das ist gut so. Sehr, sehr gut. Wie sieht's aus mit unserem Sauerstoff? Ist, ja, ne? Ist aber noch okay. Also, wir werden dieses hier auch nicht öffnen, bevor wir nicht irgendwie eine andere Sauerstoffproduktion haben. Nur mit Algen werden wir das nicht tun. Hoffe ich, dass wir es nicht brauchen. So, das wäre ziemlich gut, wenn wir das hinbekommen würden. So, und ihr dieses hier, die Lampe dann auch mal fertig hier machen könntet, das wäre auch sehr, sehr gut. Soweit. Ja, das hier würde ich schon ganz gerne so auflassen. Vielleicht versetzen wir die Leiter auch noch mal ein weiter nach hier. Ist zwar ein bisschen blöd, aber dass wir hier noch ein Bett hinstellen können. Oder wir lassen hier zwei Betten, falls wir irgendwann mal Schnarcher bei uns haben, und machen hier weiter mit dem Schlafbereich. Das können wir natürlich auch. Oder hier. Das geht auch noch. Gucken wir dann mal, wie wir das machen möchten. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall erstmal wieder dabei, sich Bildchen zu malen. Sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass unser Stress auf jeden Fall wieder ein bisschen abnehmen wird. Wir gucken hier mal. So, ich würde so ein Teil nochmal gerne hier hinbauen. Einfach, dass wir hier, wenn sie schlafen, dass sie sich erholen können. Das würde ich mir wünschen. Ich bin gespannt, was wir jetzt an unseren Bildern hier dieses Mal, was sie fertig bekommen. wie kreativ sie sich jetzt ausgetobt haben. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Wir können in der Zwischenzeit ja schon mal den Massagetisch einmal anschließen. Hier. Dann haben sie es gleich fertig. Und wir haben hoffentlich nicht nochmal alles drei die gleichen Bilder. Einmal. Ich bin gespannt. Sieht so aus, als wenn sie ein Motiv gut können. Oder sehr, ja. Sie mögen es sehr wahrscheinlich sehr. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm. Sie müssen es ja... Ja, ihnen muss es ja gefallen, ne? Ist schon okay. Wenn es so ist. Na, wir haben ja die Chance noch auf ein anderes Bild hier. ist schon niedlich. So, komm, wir werden hier einfach mal alles reintun, außer Samen und Organisches. So, bitte. Dann sind hier Metalle und sowas wegsortiert. Dann gucken wir mal, dass wir noch so ein bisschen mehr Ordnung auch hier bei uns hinbekommen. Wie sieht's aus? Er ist wieder eingeschlafen. Naja, komm. Ihr kriegt das hin. Das ist kein Problem. Und da gehen sie wieder ins Bett. Gute Nacht. Aber unser Stress, er sinkt auf jeden Fall wieder. Das ist sehr, sehr schön. Und wir werden jetzt an dieser Stelle wieder eine kurze Pause machen. Wir machen hier einmal Pause. Wir sind leise, wir wollen sie nicht wecken, wir lassen sie gut schlafen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle wieder. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann, tschüss.